Ah, meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu Earthbound Mother 2. Ja, wir sind das letzte Mal ein gutes Stück weitergekommen. Wir haben es geschafft, dann endlich mal diesen riesigen Kotzbrocken zu besiegen, im wahrsten Sinne des Wortes. Tja, und jetzt sind wir im Big Apple in New York, oder wo er in Foresight, aber ganz klar an New York angelehnt. Ja, und da geht's jetzt weiter, ne? Also ich würde sagen, nicht verzagen, direkt ins Spiel starten. Genau, wir haben jetzt hier gespeichert im Hotel und ich muss erstmal mich wieder reinfinden. Was war denn überhaupt unser Ziel? Also, wir gucken uns erstmal ein bisschen um. Wir quatschen mal mit den Typen da. Na du? Wenn du eine wunderschöne, verführerische Frau triffst, die nach mir sucht, sag einfach mal Hallo. Ja, das passiert einfach mal so, ne? Also, hier übrigens Hallo, der komische Typ da, den ich im Hotel getroffen habe, der sucht nach verführerischen Frauen. Also, warum soll ich jetzt ein Wingman spielen? Ich kenne dich nicht mal. Ja. Wie dem auch sei, ich glaube nicht, dass eine Frau wirklich nach mir guckt. Ja, wenigstens siehst du es ein. So, hier ist auch so ein bisschen traurig. Zwei Betten direkt nebeneinander, aber trotzdem getrennt in der Mitte. Also, da wird keine heiße Nacht stattfinden. So, ich hoffe, vom Ton her ist alles in Ordnung soweit und vom Bild. Hier auch, nichts los. Nichts los in der Hose. Nichts los im Hotel, sehr groß. So, und dann gehen wir mal ein bisschen nach draußen, so. Der freut sich, dass ich ihm das Geld dagelassen habe, wahrscheinlich. Nee, nicht nochmal ins Hotel, nein, wieder raus. So, da, Foresight. Wo gehen wir denn hin? Ich glaube, das letzte Mal haben wir einfach, sind wir lang gelaufen und haben einfach gesagt, erstmal zum Hotel, um zu speichern. Das heißt, wir können uns langsam mal zum Foodladen bewegen. Ich weiß ja nicht, wo wir alles reinkommen. Aber schick sieht's aus, ne? Muss man wirklich mal sagen. Na du, die Runway 5 von Tucson's scheint sehr beliebt zu sein. Ich habe gehört, dass sie, dass das Topola-Theater immer voll ist, ne? Na klar, jeder möchte die sehen. Achso, das hatten wir auch uns schon angeguckt, glaube ich. War es nicht so? Ja, muss sein, ich brauche mein Ticket. Ich glaube, hier waren wir auch schon, wenn ich mich recht erinnere. Ich habe ein Gedächtnis wie so ein Sieb, aber wir gucken uns generell erstmal ein bisschen um. Was ist mit dir? Kann ich dir helfen? Was ist mit den Leuten passiert, die nach Gold gegraben haben, ne? Ja, wenn sie Gold gefunden haben, wird das bestimmt eine ganze Menge Geld wert sein. Du hast herausgefunden, dass die Runway 5 wieder tief in der Schule steckt. Ja, stimmt, ja. Das scheint so ein Running Gag zu sein, ne? Nicht nur, dass die Runway 5 in Wirklichkeit Runway 6 sind, und sondern dass sie auch generell überall Schulden stecken. Ja. Ja, sie bezahlen $1 Million. Okay, hier der Tipp, ne? Also damit kann man $1 Million Schulden ganz leicht abbezahlen, ne? Verstehst du? Zwinker, zwinker. Ja, wenn ich sie wäre, würde ich nach Japan gehen und dort leben. Ja, klar, warum nicht, ne? Aber was ist mit dir los? Ich weiß mal, die Tasten wieder, die sind gerade ein bisschen. Nee, hier, so. In alten Tagen hat Mr. Monotoli. Achso, stimmt, der Mr. Monotoli, so ein bisschen der Mr. Monopoly-Mann hier. Der war ein ganz normaler, unattraktiver. Real Estate Agent, wie übersetzt man das hier? So ein, Baugebietsagent, also jemand, der sozusagen hier Bauplatz, weiß ich nicht, sowas in der Richtung irgendwie verkauft und so. Jetzt hat er die Kraft, die ganze, oder jetzt hat er die Macht, die ganze Polizei zu kontrollieren. Ich glaube nicht, dass die Stadt Foresight besser war als jemals zuvor. So, Bäckerei, habt ihr denn irgendwas Neues für mich? Irgendwas? Oh, diese gruseligen weiblichen Figuren immer. Das Brot in dieser Stadt ist sehr, sehr plump. Ja, und hat einen nicht zu beschreibenden Geschmack. Ich erzähle die Wahrheit. Mir gehört diese Bäckerei. Oh, schön, wenigstens ein bisschen Selbstreflexion. Immobilienmakler, ja genau. Hallo, kann ich dir helfen? Was kann ich dir geben? Nix. Ja, komm mal irgendwann wieder, ne? Auch schön, wenn man seine eigene Bäckerei schlecht macht, ne? Oh, Mr. T ist auch da. Ja, ich hab mal drüber nachgedacht, ja. Es wird ein enger irgendwas jede Minute geboren. Ein enger Wad, weiß ich, was Wad heißt. Eine enge Wade, keine Ahnung. Gut, gehen wir mal jetzt raus hier. So, schauen wir uns mal noch ein bisschen um hier. Auf jeden Fall wollen wir noch mal zu den Depth Store gehen. Einfach mal danach schauen.
Ja, zuerst muss Mr. Monotoli beschützt werden. Wow, die Sicherheit der Bürger dieser Stadt kommt auf der zweiten Stufe erst, ne? Das ist unser Job, weißt du? Wir sind schön bestechlich. Tja, ne, Alter, Zwinker, Zwinker, kannst du auch Geld geben. Wow. Warte mal, den nehme ich mal mit. Eine Butterfliege? Aber es ist eine schöne Stadt, muss man wirklich mal sagen, ne? Also, kann man mal mitnehmen. Die magische Butterfliege hat Ness und seine Freunde zum Relaxen gebracht. Ist auch schön, dass man mal so eine andere Perspektive gewählt hat hier, ne? Hey, hey, wenn mir Monotoli der Eigentümer geworden ist, ne? Wurde der Department Store, da sind ganz komische Dinge dann passiert, ne? Ja, ich frage mich, warum der Department Store geschlossen ist. Oh, temporarily closed, grrrr. Okay, sonderbare Geräusche haben wir, dim, dim, dim. Überlaufen wir doch einfach mal hier ein bisschen, boah, keine Ahnung. Monotoli, ich glaube, da sollten wir zuletzt reingehen. Ja, ihr Jungs, ihr schleicht hier rum, oder? Sucht der Mr. Monotoli, oder? Wenn ich euch irgendwie dabei erwische, dass ihr irgendwelchen Unsinn anstellt, werde ich euch sofort ohne Fragen zu stellen verhaften. Verstanden? Also, seid vorbereitet, ja? Verstanden es? Ja, ich habe sofort deinen Namen gecheckt, ja, verstehst du? Okay. Grusel, habe ich schon eine Polizeiakte oder was, ja? Ist es schon so weit? Ist auch schön, eine Parkbank. Das ist ja ein riesiger Park, ne? Also... Da könnten wir auch nochmal reingehen. Das ist doch bestimmt hier die Towns Hall, oder? Ich verstehe es nicht. Ich habe gehört, dass ein Typ, der aussieht wie wie Monotoli, in Jackies Café abgehangen hat, ne? Weißt du, dieser völlig unbeliebte Platz da, ne? Dieser Ort, ne? Er geht da ganz leise rein und raus. Sollen wir uns erstmal hier beim Bürgermeister beschweren? Und Dinosauriermuseum, okay? Oh, warum nicht, ne? Gehen wir mal ins Dinosauriermuseum. So, das ist natürlich die Frage, wo ist denn dieses Café? Ich wollte schon sagen, kommen wir da nicht rein? Doch. So. Das Dinosauriermuseum hat keine echten Dinosaurier. Das sind alles Replikas. Ich bin mir sicher, dass das jeder weiß. Ist alles Fake. Ach, wenn du trotzdem Dinosaurier sehen möchtest, bezahle 5 Dollar. Als, ja, wow, fürs Ticket, ne? Ist das okay? Naja, also dafür, dass es nicht mal echte Dinosaurierknochen sind, also... Ja, komm. Bitte tritt ein. Du findest einen akademischen Forscher da drin. Und, oh, Professor Doktor von uns zu hier, ne? Oh, ist das eindrucksvoll. Es wäre eindrucksvoll, wenn es denn echt wäre. Ich frage mich, wie viele Tiere vor der Menschheit ausgerottet wurden, bevor wir die entdeckt haben. Ich möchte einen lebendigen Dinosaurier in meinem Leben mal sehen. Naja, haben wir nicht schon einen gesehen? Oder war es ein anderes JRPG? Ich bringe das einfach durcheinander. Ja, ich glaube, wir sind doch schon so einen Triceratops-Typen über den Weg gelaufen, oder? Riesig! Nicht du. Ich rede über den Dinosaurierknochen da, ne? Dieses Museum sollte Dinosaurier-T-Shirts verkaufen. So ein bisschen Merchandise muss sein. Oh, nein. Oh, nein. Es passiert wieder. Oh. Kann ich nicht mal einfach in Ruhe irgendwie ein bisschen meine Freizeit genießen? Nein, der gruselige Zylindermann kommt wieder an. Ah, ja, wieder, ne? Fotografik, ja. Mach ein Bild. Ness freut sich der Rest. Ja, Hashtag Selfie, ne? Genau. Ja, sag Fuzzy Pickles, ja, Fuzzy Pickles. Wow, Ness wird von Paula verdeckt hier. Man sieht ihn nicht mal richtig auf dem Foto wahrscheinlich. Ja, von des Memories. Es schwebt hinfort. Den sollte ich mal bei der Polizei melden, glaube ich, ne? Dinosaurierknochen, Also diese Dinosaurierknochen sind höchstwahrscheinlich von Südskaraba. Ja, frag nach keinen Details, ne? Unsere Forschung geht weiter. Was ist mit dir? Ich bin so froh, dass wir heute ein paar Besucher haben. Heutzutage kommen sehr wenig Leute hierher. Ich bin Mr. Spoon, der akademische Forscher. Naja. Ich frage mich, ob es hier irgendwelche berühmten Stars gibt heute, ne? Ja, die Dinosaurier.
Riesig. Sind sie das nicht, oder? Nun. Das habe ich. Wow, das ist alles, was ich in meiner Forschung rausbekommen habe. Also wirklich herzlichen Glückwunsch, ne? Dafür gehen die Forschungsgelder drauf. In jahrelanger Forschung hat er herausgefunden, Dinosaurier können unter anderem riesig sein. Das hätte ich nicht gedacht. Danke für diese Erkenntnis. Möchtest du mehr hören? Ja, flüster, flüster. Ja, um dir die Wahrheit zu erzählen. Ich habe gehört, dass Dinosaurier in der Nähe von der niedrigen Seite von Scaraba gefunden worden. Und da gibt es ganz schön viele. Ja, es gibt aber auch unbestätigte Meldungen, ja, dass die Dinosaurier auch die Ureinwohner dort gefressen haben. Ja, wenn du gehst dann und die versuchst, die Dinosaurier zu finden, bring doch mal ein paar Fotografien mit, okay? Bitte komm zurück, damit ich weiter studieren kann, ja? Denn ich mag es nicht, alleine zu sein, okay? Forschung macht einsam, verstehst du? Ich brauche die Anerkennung, wenigstens in meinem Forschungsgebiet. Aber warum könnte ich mir das vorstellen, dass so ein Professor einfach irgendwie so einen, weiß ich nicht, 30, 40-seitigen Aufsatz darüber schreibt, dass Dinosaurierknochen groß sein können? So, kann ich mir vorstellen, so wirklich so richtig schön lange Sätze, ohne Punkt und Komma, dann irgendwie der Mittelteil ist einfach nur Kollegen zitieren und am Ende, ja, ich weiß zwar auch nicht, was ich jetzt hier herausgefunden habe, aber das können ja die anderen machen. Und tschüss. Ja, also solche wissenschaftlichen Aufsätze gibt es. Zuhauf. Wirklich zuhauf. Trotzdem gehen wir jetzt mal zu Monotoli rein. Mal sehen, ob der zu Hause ist. Wahrscheinlich nicht. So, hier. Donald Trump Jr. Ja, letzte Nacht war das Solitär-Tournament, ne? Der Solitär-Wettbewerb. Ich hab mein Shirt verloren. Ja, ich lade das nächste Mal ein. Hey, warte mal. Weißt du, was Solitär ist? War so ein bisschen, ne? Also, das spannendste Kartenspiel aller Zeiten, ja. Ich bin ein Lead-Businessman, der in Mr. Monotolis Büro arbeitet. Bin ich nicht geil? Hallo, Babyface. Wow, was ist das für eine Begrüßung, ey? Was bringt dich zu ins Monotoli-Gebäude, hä? Wow, sind alle sehr nett hier, ich merk schon. Hallo, Babyface. Dieser Fahrstuhl ist nur für Mars... Was? Dieser Fahrstuhl ist nur für den Nutz... Ist nur für Master Pokey? Master Pokey... Der ist auch wieder da. Okay, also der steckt auch mit Geiges unter einem Hut wahrscheinlich, ne? Es geht direkt zum 47. zur 47. Etage, ja? Hör auf meine Hüften zu starren. Warum stehst du nicht irgendwo anders als hinter mir? Ich stand jetzt gerade zwar vor dir, aber... Solitär-Tournament verloren. Ziemlich beeindruckend für ein Spiel, das man gewöhnlicherweise alleine spielt. Ja, obwohl du sagen musst, also... Solitär ist halt auch so ein... total dummes Spiel. Also... Ich meine, man kann es ja verlieren, in der Hinsicht, wenn man sich richtig legt, aber das ist auch lustig. So. Ja. Stell dir mal vor, so ein ganzes Publikum guckt da irgendwie stundenlang dabei zu, wie ein Mensch Solitär spielt. Oh, warum nicht? Ja, bist du ein Freund von Master Pokey? Es ist okay, ihn hier zu besuchen, aber hör auf, hier im Gebäude herumzuwandern. Manche könnten dich etwas verdächtig empfinden, ne? Und dich einfach mal so ein bisschen mit dem Maschinengewehr anknallen, verstehst du? Ups! Ich hab fast auf dich eingeschlagen, ne? Meine Hand ist irgendwie ausgerutscht hier. War alles so flutschig eingebuttert hier. Master Pokey, ich glaub's nicht, ey. Oh Gott, das ist so labyrinthartig, oder? Ah, da ist er. Warum laufe ich denn immer wieder über den Weg? Was ist hier los, ey? Du wirst nicht von mir wegkommen, Kind. Was mit dir? Geh weg von mir. Oh ja, 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 ja. Das ist mein armer, kleiner, alter Freund. Oh, ah, wie war noch mal der Name? Schweinearsch? Nein, Ness natürlich. Bist du hierher gekommen, um mich um Geld anzubetteln? Oh la la, glaubst du erkennst mich wohl nicht oder was? Ja, das kann doch nicht sein, Mensch. Ich bin Master Pokey. Oh, Pokey, verstanden? Kapierst du, was ich meine? Ich bin jetzt der Geldeguard. Ich bin der Geldeguard von Monotolis Partner, ne? Und ich habe ihm politisch und wirtschaftlichen
guten Rat gegeben. Ich habe gehört, dass irgendwo solche rattenartigen Kinder rumlaufen, die nach Mr. Monotoli fragen. Warst du das, Ness? Das ist nicht der Ort für jemanden wie dich. Raus hier. Weg mit dir, du Loser. Ist ja gut, ich bin ja schon weg. Wow. Das ist doch ein netter Kumpel, oder? Ich meine Güte. Ja, lass mich doch mal ein bisschen rumlaufen. Ja, du solltest dein Gesicht hier nie wieder bei Master Pokies zeigen, verstanden? Und was ist, wenn doch? Bist du hier? Du hast dich nicht wirklich verändert, Ness. Ich bin Aloysius Minch, Pokies Vater. Weil mein Sohn so erfolgreich ist, lebe ich jetzt ein Leben als reicher Mann. Ja, noch nie von Kinderarbeit gehört. Jeder Hund hat seine Tage. Das ist das perfekte Proverb, um mich zu beschreiben. Ich blute aus der Nase. Auch meine Milz. Mein Kiefer tut weh und ist müde. Wunderschön. Es scheint eine sehr, sehr ausgeglichene Familie zu sein. Es ist eine sehr, sehr ausgeglichene Familie. Aber irgendwie will ich da rein, ich weiß auch nicht. Also. Okay, das sind einfach nur zwei Fahrstühle. Ich sag nochmal Hallo. Komm. Wir machen das mal noch. Oh ja, ja! Da ist in meinem. Okay. Okay, er sagt genau das gleiche. Ich dachte irgendwie, ich kriege jetzt ihn auf die Schnauze oder so. Aber scheinbar nicht. Master Pokey. Ja, wenn man das doch jemandem gönnt, dann wahrscheinlich Pokey, oder? Ich meine, Pokey ist doch der perfekte Mensch, um reich zu werden. Passt ja auch gut rein, so, ne? In diese Sozialschicht, ne? Muss man ja mal sagen. Ja, ich gehe ja weg, ich zeig mir hier nochmal. Alles gut. Ihr müsst ja nicht immer gleich drohen hier, meine Güte. Oh, ein Privatfahrstuhl. Ja, sollte nicht bei der allgemeinen Öffentlichkeit bedient werden. Monotoli Building Manager. Aber schon mal interessant zu wissen, was hier so wieder für Strukturen herrschen. Okay, Poki ist jetzt also reich. Ja, ich guck dir doch nicht auf den Arsch. Warum will dir denn das. Die provoziert es ja richtig. Die will ja die ganze Zeit. Warum spricht das die ganze Zeit an, ja, ne? Mit dem Arsch. Wirklich. Was soll das? Ich guck dir doch nicht auf den Arsch. So. Bin. Wohlgemerkt, ich bin ein Kind. Ja, also. Ich glaube, Ness hat irgendwie einen ganz anderen Fokus hier. So haben wir das auch. Aber ist schon mal eine interessante Stadt. Gefällt mir. Hospital. Da gehen wir jetzt mal noch nicht hin. Wir gehen jetzt erstmal ins Café, wenn es überhaupt eins gibt. Es gibt hier ziemlich viel Müll, wie dieses, wie diese kleine Tafel, ne? An dem Müllshop, der Bastard Up heißt. Ist hinten, sozusagen hinter dem Department Store. Okay, interessant. Ja, können wir gucken, ob wir irgendwie von hinten eindringen können. Das ist ja. Was, ein Helikopter? Okay. Le Helikopter. Der Junge, der da an der Wand steckt, das ist Peeping Tom. Also der. Ja, jemand, der so ein bisschen. Okay. Über die Wand. Was ist das denn? Über die Mauer guckt und ein bisschen spannt, also. Hinter dieser Wand gibt es irgendwas ziemlich Eigenartiges. Ich glaube, das ist hier nicht mein Ort, wo ich sein sollte. Vielleicht ist es dein Ort. Ich hab schon verstanden. Da unten, man sieht. Okay. Wir müssen einen Gullideckel finden. Und dann müssen wir da wahrscheinlich irgendwie hin. Interessant. Oh oh. Na komm her. Können wir dich verprügeln hier? Wieder alte Männer verprügeln. Ja.
Surprise Attack sogar. Einfach drauf da. Der wird nicht viel aushalten wahrscheinlich. Ein nerviger Reveler, weiß ich nicht, so Rumrauner. Ja. Einfach drauf da. Der hält nicht viel aus. Und das war's schon. Ja, so einfach geht das. Du hast gewonnen! Ness und seine Freunde haben 97 XP erhalten. Oh, Paula, Level 30. Speed, IQ, Maximum AP um 3, Maximum PP um 5. So muss das sein. Was? Kämpfe jetzt gegen ein Taxi. Verrücktes Taxi. Was? Ja gut, wer kennt das nicht? Ich verprügel auch öfter mal Taxen, wenn die mich irgendwie anfahren wollen. Das ist, wer kennt's nicht? Okay. Oh, jetzt heul ich wieder. Oh nein. Der hat nämlich gerade sein Abgas hier rausgepustet. Aber ich habe getroffen, immerhin. Ja, ne? Oh, 104! Apollo hat es überlebt, schön. Okay, ich habe jetzt Taxi zu Schrott verarbeitet. Immerhin. So, du bist nett. Komm schon rein, wir haben die den guten Scheiß, G. Na, was suchst du nur? Ja, ich gebe es. Ah, Modeboy Jerk, du kleiner Hosenscheißer, ja. Das kannst du mir nicht antun. Ist aber auch verrückt, ey, dass ich gegen ein Taxi kämpfe. Ja, hier, warte, halt, komm her. Genau. Heil mich mal! Jetzt müssen wir einfach nur noch ein Dings finden, hier ein Abwasserkanal. Ein Gullideckel. Ah, schon wieder der alte Sack hier, meine Güte. Der respawnt aber auch mal an der gleichen Stelle, kann das sein? Wer unbedingt verprügelt werden möchte, der hat aber noch nicht genug, hä? Und wahrscheinlich. Ja, der meckert über die Jugend heutzutage herum. Ja, die Jugend verprügelt dich jetzt gerade, ne? Kannst nichts dagegen machen. Was willst du tun? Und tschüss! Kannst ja wieder zu deinen Kollegen da auf der Parkbank und dich irgendwie über alles beschweren. Ness, Level 33, Defense um 1, IQ um 1, Maximum HP um 3, Maximum PP um 4. Uiuiui, das ist nicht schlecht. Das ist wirklich nicht schlecht. Oh nein! Es fährt mich von hinten an! Bitte nicht. Nicht auf. Ich wollte schon sagen. Nicht auf Paula. Die wäre schon wieder fast gestorben, ey. Und der Rest haut einfach drauf. Jeff heult. Okay, ist in Ordnung. Genau, na, weil wenn er jetzt irgendwie 100 Schaden macht, dann sollten wir Paula dementsprechend noch heilen. Das ist schon dann sehr entscheidend. Paula heult auch. Alle an zu weinen hier. Ja, und Ness trifft natürlich nicht. Warum auch, ne? Acht Leben. Ist da, holt der richtig rein, ja, ey. Was ist da los? Meine Güte, ey. Ja, ich würde mal sagen, Ness, du weißt, was du zu tun hast, ne? Machen wir mit Jerf, sonst war es das mit Jerf. Was? Kämpfe ich gegen eine Park? Crazy sein. Okay, ich kämpfe gegen verrückte Schilder. Okay. Interessant, was in dieser Stadt alles vorgeht, ne? Aber das liebe ich an dem Spiel einfach nur. Wie verrückt das ist teilweise, was mir für Gegner. Was da für Gegnern begegnet, ja? Wir sollten das Ding einfach aus dem Boden reißen und drauf rumstampfen. Ne? Du hast gewonnen. Ness und seine Freunde haben 1206 Erfahrungspunkte bekommen. Das ist doch super. Was ist mit dir, willst du das haben? Ich bin sehr, sehr pünktlich, ne? Und sehr, ja, sehr pünktlich und sehr sorgsam, was mein Geld anbetrifft, ja. Du siehst aber nicht so aus, weißt du das? Gut, ich wollte dir vielleicht was geben, aber wenn du so drauf bist, dann leck mich doch am Bürzel. Ganz ehrlich. So, jetzt mal gucken, wo ich überhaupt lang muss. Da ist das Hospital. Also ich will das Kaffeepotenzial noch finden. Muss mal gucken, ob das hier irgendwo rumsteht. Was bist du für einer? Niemand weiß irgendwas.
Monotolies Kröten haben alles von mir gestohlen. Sowohl auch mein Haus und mein Land. Wein, wein. Ja, sie sind wirklich das Böse manifestiert, verstehst du? Staatsanwälte, Polizei, jeder folgt Monotoli. Das sind alles seine Kröten, verstehst du? Ja, ja, egal, wie du ihn besiegst, du kannst nicht gewinnen. Ja, ja, ich bin okay. Lass mich einfach hier, damit ich mein Cappuccino heulen kann. Du kleiner, ja, neugieriger Sack, du. Ja, dann heulen wir weiter. Aber Cappuccino ist doch gut, das heißt, dass hier in der Nähe wahrscheinlich das Café ist. Oh, Café, da unten ist es. Wir müssen mal gucken, ob hier oben noch was ist. Einfach nur, dass ich mal die ganze Stadt abgelaufen bin.